Willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 5. Einzelmission Zuflucht. Wir haben schon relativ viel von der Karte hier aufgedeckt. Und was sehe ich denn hier? Da. Richtig, da war was, ganz genau. Es kommt alles wieder zurück. Aus irgendeinem Grund wollte unser Gegner uns hier gar nicht angreifen, wobei das überhaupt kein Problem wäre, das zu tun. Nur ich beschwere mich da mal einfach nicht. Das war auch der Grund, warum wir das ganze Gold hier aufgespart hatten. Richtig. Für den Fall, dass Dairedritz uns da oben besuchen kommt, wollten wir in der Lage sein, da was aufzukaufen. Wir haben zwei Nekropolisstädte, zwei Zufluchtsstädte und eine Akademiestadt. Und den gelben Gegner hatten wir doch schon besiegt, wenn ich mich richtig erinnere. Und was wir auch haben, beziehungsweise nicht haben, ist irgendwie hier Bewegungspunkte. Deswegen machen wir mal nix. Und Dairedr verschwindet von hier aus Richtung Südosten. Weil Laszlo da rumläuft. Richtig. Wir haben nämlich hier einen Helden von Blau verfolgt. Und ich schätze mal, dass Dairedr dem jetzt zu Hilfe kommen möchte. Aber wir laufen erstmal hier mit Dougal weiter rum. So, ihr seid im Weg. Weiß nicht, haben wir noch Platz? Also kostenlose Kreaturen. Ja, eigentlich nicht so wirklich. Ja, das ist schade für euch. Tschüss. Ihr seid auch im Weg. Ja. Ist ja gut. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier unten suche. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Sieht mir nicht so aus eigentlich, oder? Aber wir können noch ein bisschen Gold machen. Aber jetzt haben wir gerade so viel Gold. Nehmen wir sogar mal die Erfahrung nochmal hier. Okay, wir wollen hierhin? Fragezeichen. Da ist auf jeden Fall noch eine Stadt. Das war die Stadt, die ursprünglich von keinem Computer bewohnt wurde. Da wir mit einem Computer weniger gespielt haben, als die Karte aushalten kann, sozusagen. Aha, schau an. Hier oben ist eine Waldfestungsstadt. Da ist sogar ein bisschen was drin. Ein Trupp Meisterjäger, ein Trupp Klingentänzer, einige Druidenälteste. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob Laszlo das hinkriegt, wenn ich ehrlich bin. Ja, no risk, no fun, würde ich mal sagen, ne? Einfach mal rein da. Schauen wir uns das mal an. Die Bauern, die werden bei dem Kampf sicherlich nicht helfen. Die bleiben deswegen trotzdem einfach hier. Hier tauscht mal die Plätze. Probieren wir das einfach mal aus, was daraus wird. Wir können eigentlich hier oben bleiben. Ja, ich weiß, die Bauern sind nicht auf die Schlachtfeld. Danke für die Information. Okay, das ist nicht wirklich viel, was er hat. Aber, na, Unterstützung von Geschütztürmen und so alles Mögliche eben. Machen wir doch erstmal einen Sturzangriff auf was eigentlich? Ich würde sagen, wir machen den auf die Meisterjäger da hinten. So, ihr kommt raus. Das ist sehr sympathisch, denn dann seid ihr eigentlich auch direkt hinüber. Plotsch. Silbereinhörner legen sich mit Paladin an und sind auch direkt hinüber. Okay. Druidenälteste tun naturgemäß ein bisschen weh. Die Erzengel stellen sich mal hinter die Paladine, denn sie kommen ja eh nicht weit genug. Und dann, wann sind denn eigentlich unsere Scharfschützen dran? So irgendwie mal gar nicht, ja? Ach, da ganz hinten. Ja, das ist ja schön. Dann
schießen wir mal auf die Meisterjäger, bevor die noch größeren Schaden anrichten können. Du darfst wieder irgendwas zaubern. Ja, back dir ein Eis. In Ordnung. Oh, gerade mal einen Scharfschützen getötet. Und das ist natürlich übelst lächerlich, wenn man das mal so sagen darf. Was wollen wir machen? Wollen wir Eile zaubern? Oder... Ich glaube, wir machen nur Segnung gerade. So. Hat jetzt so direkt nichts gebracht, aber... Ja, auch nie verkehrt, irgendwas zu segnen hier. Ja, ihr könnt eigentlich eh nichts machen, da ihr die Scharfschützen nicht wirklich blockt. Aber jetzt sind sie wenigstens mal dran. Wurde ja auch langsam Zeit hier. Und die Druidenältesten können wir mal etwas dezimieren. Meisterjäger hat sich damit auch erledigt. Vielen Dank an unsere kleinen Flattermännchen. Und ihr... ach so. Die stehen im Weg da vorne. Richtig, ja, dann müssen wir die eben plattmügeln. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, halt ihr mal die Paladine. Ihr könnt immer noch reinfliegen gleich. Du kannst so einen komischen Strahl zum Himmel machen. Ja, hier, guck, kann ich auch. Platsch. Gut, dass wir uns verstanden haben. Du kannst Bäume abholzen. Ja. Okay, nehmen wir. Ich weiß zwar jetzt nicht so, wie man Bäume mit einer Lanze abholzt. Das stelle ich mir persönlich etwas schwierig vor. Aber egal. Gut, der Zug ist eigentlich unnötig, denn die werden eh nicht mehr drankommen. Ja, das ist auch relativ egal, was Laszlo hier macht, denke ich mal. Denn gleich sind unsere Scharfschützen dran und diese 20 Feen da werden unseren 160, 56, 53 Scharfschützen vermutlich nicht widerstehen können. Die haben einfach eine unwiderstehliche Persönlichkeit. Damit hat Laszlo doch auch mal eine Stadt erobert. Ja, gleiches Recht für alle, ne? Jeder darf mal. Und wir können irgendwas lernen. Was können wir denn lernen? Macht der Tugend, was ist das eigentlich? Alle Truppen unter der Herrschaft des Helden richten erhöhten Schaden in Abhängigkeit von ihrer Moral an. Theoretisch eine sehr nette Sache. Kampfrausch. Der minimale und maximale Schaden aller Kreaturen in der Nähe des Helden wird jeweils um 1 erhöht. Das sind aber auch nette Fähigkeiten, muss man ja auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie es mit der Moral von Laszlos Truppen so aussieht, deswegen nehmen wir mal den Kampfrausch. Ach, es gibt direkt noch ein Level dazu, ja. Ist in Ordnung. Nehmen wir die meisterliche Verteidigung auch noch dazu. So, jetzt haben wir auch noch eine Waldfestungsstadt. Sehr dekorativ für dieses große Bäumchen. Können wir hier irgendetwas Nützliches machen? Ach, hier gibt es sogar noch Kreaturen. Smaragddrache und so ein Krempel. Ja, wir haben eh keinen Platz in der Armee, also... Ja, nicht so wirklich, wa? Wir von irgendwas brauchen. Ja, komm, hier ist günstig, kannst du haben. So. Damit hätten wir diese Stadt auch noch. Hier unten fehlt offensichtlich noch eine Stadt. Und oben fehlt noch eine Stadt. Was veranstaltest du eigentlich hier? Ach so, du hast ein bisschen Kleinkram, um diese Stadt da zu dekorieren mit Monstern. Ist in Ordnung, machen wir soweit. So. Was haben wir eigentlich in Scheller mittlerweile alles? Das ist ja noch gar nicht so viel. Ja, dann ignorieren wir einfach, dass da irgendwas rumsteht und beenden die Runde. Dü-dü-dü. So. Wo hüpft Blau rum? Mag der sich nicht uns noch ein bisschen zeigen, damit wir die Laufwege etwas verkürzen können, um ihn zu töten? Wäre sehr freundlich. Scheint aber nicht so zu sein. Dann kann Laszlo erstmal hier erkunden gehen. Vielleicht findet Laszlo ja noch etwas Spannendes. Zumindest nicht in dieser Runde. Dubel möchte... Ja, hier unten wird wohl nichts Interessantes mehr sein. Deswegen möchte Dubel eigentlich hier hin, nehme ich mal an. Geht das echt nicht kürzer? Nee, ne? Hm. Tja, können wir wohl nichts machen. Dann laufen wir. Du kannst dich nach hier verziehen. Und eigentlich kannst du noch ein bisschen Krempel anwerben. Und eigentlich könnten wir hier auch mal den Altar des Lichts bauen. So.
Dann wirst du nämlich jetzt einen Engel anwerben und das wirst du anwerben und das und das und das. So, dann haben wir gar nicht genug Platz in der Armee. Richtig, weil wir so komischen untoten Krempel dabei haben. Aber der ist eben sehr dekorativ, da kann man nichts dran machen. So. Du nimmst nämlich den Kram mit und gehst nochmal nach Scheller, da ein bisschen was einsammeln. Dann kannst du das irgendwem vorbeibringen oder kannst sonst irgendwas damit machen. Ist ja auch gar nicht so wichtig eigentlich. Das war's dann auch schon wieder für heute. Aha. Schau an. Wer ist denn da? Lucretia? Haben wir die nicht eben schon platt gebügelt? Also in der letzten Aufnahme irgendwann? Auf jeden Fall hat Lucretia noch so einiges dabei. Aha. Das macht die Sache fast ein bisschen schwieriger. Lucretia möchte bestimmt die Nitropolis-Stadt hier zurückhaben. Dougal, wie sieht's aus? Wie weit bist du von dem Eingang zur Unterwelt da entfernt? Na gut, es liegt eigentlich eh auf deinem Weg, von daher Chaka. Vielleicht möchte Lucretia ja auch hier oben die Stadt wieder haben. Wer weiß das schon so genau? Minotaurus. Ja, komm, es ist doch jetzt. Also bitte. Selbst für Laszlo keine Sache mehr. Der Fliegenstiefel des Magieschutzes und da stehen Pestzombies vor. Ja, die machen wir auch noch eben. Beziehungsweise müssen sie nicht mal machen. Das ist ja sehr angenehm. Wir können einfach nur hier im Vorbeigehen das alles eintüten. Also, wenn man denn genug Punkte hätte, um zu gehen. Nur so von der Theorie eben. Natürlich auch schon nächste Woche hätten wir sogar hier oben noch mehr mitnehmen können, aber... Naja. Hier auf der Tacht ist irgendein blauer Punkt. Da ist aber irgendwie gar nichts Blaues. Okay. Dann nicht. Naja, macht hier nichts. So, ich bin gespannt, Lucretia. Was hast du vor? Wie dürfen wir dich vernichten? Ach, du verpisst dich wieder ganz feige in deine Ecke da hinten.